Ladies und Gentlemen, da oben, ich sehe ihn schon mal. Ich weiß nicht, ob man den wirklich genau erkennt. Da ist so ein Schweizer Fleck zwischen den Bäumen da, zwischen den großen, hohen Bäumen. Das ist witzig, das ist hier alles ein Fahrradweg irgendwie halbwegs. Und was soll ich sagen? Ich bin gerade 15 Minuten oder irgendwas, keine Ahnung, was für eine Steigung hochgelaufen. Also von hier runter mit Fahrrad, das stimmt top. Von da unten hier hoch, nicht so top. Oh. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt dann hier und dann geht es irgendwann rechts in diesen dichten Wald. Und dann geht es irgendwie darüber zum Berg, zum Gipfel. Und da ganz oben möchte ich hin. Ich kann ihn zumindest schon mal sehen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch rechtzeitig wieder den gleichen Weg quasi zurückschaffe. Achso, im Übrigen, ich sag zu oft M, oder? Moment, nochmal Korrektur. Im Übrigen, das ist doch nicht so unangenehm, mit nackten Füßen in dem eiskalten Wasser rumzulaufen. Also im ersten Moment ja, wenn man da draußen ist auch. Vor allem, wenn man dann die Füße nochmal ein bisschen sauber machen will. Oh, da ist eine Hütte in der Mitte. Jetzt hätte ich schon wieder eher gesagt. Jedenfalls, wenn man das alles mal gemacht hat, ist das ganz hübsch. Die Füße fühlen sich richtig schön warm an danach, logischerweise. Jetzt habe ich schon wieder einem gesagt, Mann, ist das eine Hütte zum Ausruhen? Seltsamer Bau. Also ich sehe zumindest keinen Zaun drum, ein Klo steht da. Interessant. Okay. Das schauen wir uns doch mal genauer an. Oh, jetzt sieht man mich auch mal wieder, falls das Licht nicht gerade, was hinter mir ist, stört. Die Hütte da, das war so eine Biwakhütte, da kann man irgendwie übernachten, die sah aber abgesperrt aus. Zumindest war da so ein Stock zwischen. Ja, deswegen wollte ich da jetzt nicht rumfummeln, bin dann wieder weiter. Gibt auch irgendwie eine Ticketbox, falls man die unterstützen möchte. Ich drehe mich mal um. Kann man das sehen? Ich hoffe, sehe ja den Bildschirm nicht, ich gucke gerade in die Rückseite vom Handy. Da ist dieser hübsche Berg, wo ich immer noch auf möchte. Und jetzt war ich irgendwie gerade in der Kamera ziemlich weit unten. Sorry. Nur meine Arme und Füße sind ziemlich eingeschlafen. Und ich kämpfe mich hier gerade durchs Grün. Also theoretisch ist das ein Weg, aber... Das ist echt ein Abenteuer hier, was ich mir antue. Ist das ein merkwürdiger Weg? Guckt euch das mal an. So geht das jetzt die ganze Zeit. Ach ja, ja. Bis da oben schafft man ja noch, wa? Ja, gut. Falls es was Interessantes gibt, werde ich mich nochmal melden. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich erst wieder oben. Bis dann. Oh, was soll man groß sagen? Jetzt ist man auf dem Gipfel und hat einen wunderschönen Ausblick. Herrlich, oder?
Hier an der Stelle ist man irgendwie auch wieder nicht mehr ganz allein. Ich weiß nicht, ob man das hört im Hintergrund. Es sind doch sehr viele Leute. Wahnsinn. Das war ich nicht. Und das auch nicht. Es bleibt festzuhalten. Ach, da hinten übrigens sieht man so ein Dorf. Ah, ich glaube, das ist auf tschechischer Seite. Da bin ich wieder unten. Die ganze Zeit diese Grotte, Höhle, wie auch immer gesucht. Jetzt habe ich sie gefunden. Hat eine Weile gedauert. Oh. Man sieht, glaube ich, nicht viel, wa? Ein Lichtlein. Das war eine Arbeit, ey. Schön weitläufig eigentlich. Aber drunter schlafen würde ich auch nicht wollen. Weiß nicht, so viel Felsmassen direkt über einen. Ist ein bisschen gruselig. So, und ich muss jetzt irgendwie noch direkt irgendwie da runter, ein ganzes Stück. Ich sollte auch die Kamera hinhalten. Und dann wollte ich mich eigentlich auch wieder auf dem Heimweg machen. Weil wird spät. Ich habe ja wieder 4 Stunden Zugfahrt noch. Ich fahre ja eigentlich immer nur her und übernachte hier nie. Da gibt es jemand anderen auf YouTube. Der verlinke ich unten in der Beschreibung. Derjenige übernachtet auch hier draußen. Bei bitterer Kälte. Richtiger Abenteurer. Mein Respekt, ich würde das momentan noch nicht machen. Liegt aber auch daran, dass ich schlicht und ergreifend nicht die Ausrüstung dazu habe. Ich kann mit allerhand Kameras dienen, mit Linsen, also Objektive, aber nicht mit Biwak oder also ein Kram. Das habe ich nicht. Oh, man hört es vielleicht sogar die ganze Zeit sägen. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich es irgendwie runter schaffe. Also, runter kommt man sowieso, aber ich würde es bevorzugen, so halb an einem Stück. Halb an einem Stück, macht das überhaupt Sinn? Also an einem Stück unten anzukommen. Gut, dann nochmal einmal ein bisschen Brick in die Gaggant. Ich werde mal gucken, ob ich heute das Video, also das Video, was heute denn heute, also wenn ihr es seht, hochgeladen wird, dass das überwiegend in 4K dann auch ist, weil ich diesmal keine Aufnahmen von der richtigen Kamera verwende, sondern eigentlich nur alles mit dem Handy gefilmt habe. Mal schauen, wie es sich so schlägt in 4K. Also berauschend ist es vielleicht nicht, aber hey, für ein chinesisches Handy. Es ist ganz okay. Gut, bis dann, ihr Lieben. Ach so, nimm ich auf? Nimm auf. Hallo. Ja, die Tour war jetzt vielleicht rein von den Bildern her jetzt nicht so spannend, wie man das gewohnt sein mag. Also, naja, gewohnt sein mag, so viele Videos habe ich ja noch nicht. Nee, irgendwie kam ich nicht so wirklich dazu, viele Bilder zu machen und viele Videos zu machen. Ich brauche hoch genug. Was mitunter daran lag, die Strecke war jetzt halt wieder unbekannt. Deswegen war das jetzt eher so eine Doku, interne Doku für mich, damit ich erstmal weiß, wo so die
Wildhotspots sind. Ja. War sehr anstrengend und sehr schwer, ehrlich gesagt. Ein anderes Problem war die Tatsache, dass ich mit der Zeit das dann halt auch alles ein bisschen schwierig geplant habe. Also es ist machbar, man kann auch schöne Bilder garantiert machen, wenn man jetzt weiß, wo halt was zu finden ist und man die Sachen ein bisschen besser taktet, welche Strecken man geht. Ich musste ja auch immer wieder suchen, wo überhaupt die Wege sind. Es gibt so viele Wege auf der Karte, aber finde die erstmal. Ja, das hat es alles ein bisschen, also da ist mir bestimmt eine Stunde verloren gegangen. Jetzt suche ich gerade meinen Weg zurück zum Bahnhof. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich zu sehr verwackel die ganze Zeit, weil mein Arm macht schon ganz schön Schlaf. ja. Ich denke, das war's an dieser Stelle. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Irgendwann. Und dann wahrscheinlich wieder hier in der Gegend. Bis dann.